Doch wollen wir sie umbringen? Na, okay, wir können sie mittlerweile wahrscheinlich eh nicht mehr umbringen. Entweder sie sind Ghule oder noch was. What the fuck? Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Review A Quest for Heaven. Ja, diesmal habe ich es richtig gesagt. Ich wollte immer Let's Play sagen, aber stimmt gar nicht. Status Report. Equipment, unbekannt, Lebenserhaltung 40% Kapazität. Okay. Robert Marshall, Protokolle. Eintrag 1. Manchmal wird es in dieser kleinen Station so still. Wenn nichts weiter zu tun ist, als die Monitore im Auge zu behalten, scheint die Zeit fast zähflüssig zu werden. Ich bin der kommandierende Offizier auf einer winzigen Insel inmitten eines leeren Ozeans. Lustigerweise ist es sogar Fakt, dass wenn man sich schnell bewegt, statt halt zu warten, dass die Zeit dann schneller vergeht. Es ist wirklich ein Fakt. Also da gab es mal ein Experiment von wegen zwei Uhren, die also richtige Atomuhren. Eine ist auf der Erde geblieben, der andere wurde in den Düsenjet gepackt. Und die im Düsenjet ist wirklich ein bisschen schneller geworden. Also rein theoretisch kann man halt die Zeit beeinflussen. Nur mal so nebenbei. Eintrag 2. Heute wurde Code Rot gesendet. Wir befinden uns nun in voller Alarmbereitschaft. Ich muss später mit Samantha sprechen und sehen, wie sie zurechtkommt. Ich vermisse sie so sehr. Frank hat die Ausrüstung neu kalibriert und Maria beginnt mit der Initialisierung der Kältekammern. Nur für den Fall, dass etwas schief läuft. Ich hoffe nicht. Eintrag 3. Um Himmels Willen. Urplötzlich ist der Funkverkehr geradezu explodiert. Wir haben eine Unmenge panischer Meldungen empfangen. Flehentliche Bitten um Unterstützung oder medizinische Hilfe. DC wurde gleich mit der ersten Welle getroffen und fast im selben Moment hat es auch Tracking Command erwischt. Als nächstes haben wir das Signal von Heaven verloren. Inzwischen ist fast der komplette Funkverkehr auf unseren Kanälen zu erliegen gekommen. Mein Gott. Tag 4. Der Funk ist so still. Die Einrichtungen von Project Heaven sind stumm geworden, eine nach der anderen. Viele der Nexus-Stationen sind anscheinend zerstört. Gut möglich, dass nur noch eine Handvoll von ihnen ex einsatzbereit ist. Wie konnte so eine Katastrophe nur geschehen? Wie ist konnte. Was? Wir haben wiederholt versucht, Central Command zu erreichen, aber von dort meldet sich niemand. Tatsächlich ist auf den offiziellen Kanälen niemand zu empfangen. 5. Heute ist ein junger Soldat in unserer Basis angekommen. Seine Schilderungen sind dramatisch. Die Außenwelt ist ein Meer aus Feuer, die Luft mit Rauch und Asche verpestet, zerstörte Städte und endlose Verluste an Menschenleben. Oh mein Gott, meine geliebte Samantha, ich hab dich verloren. Und die 6. Wir haben uns entschlossen, die Kältekammern zu benutzen. Unsere Vorräte sind kontaminiert. Es musste eine Fehlfunktion in den Luftreinigern geben. Es geht uns gut, aber uns gehen Wasser und Lebensmittel aus. Wir haben keine andere Wahl. Unser Überleben hängt jetzt von der Zuverlässigkeit der Kältekammer ab. Dieser junge Soldat, Johnny Miller, hat sich dazu entschlossen, bei uns zu bleiben. Gott helfe uns. Okay, dann werden wir mal diese Kältekammern suchen, oder? Ich meine, darum geht's anscheinend. Okay, wir haben sie anscheinend gleich gefunden. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss von wegen, was uns erwartet. Nicht jetzt Angst im Sinne von, oh mein Gott. Es ist so gruselig. Nein, irgendwie. Die Aussage, dass halt irgendwas getropft ist, hat mich ein bisschen irritiert. Mein letzter Eintrag. Ich will da. Oh, hi. Das sollen Kältekammern sein? Das sind doch die typischen Kammern von wegen, die man auch in der Hauptquest betritt. Cryo-Safe. Leicht verschlossen. Öffnen wir mal. Türpasswort. Okay. Assault Rifle nehme ich mal mit. Toll, finden Sie heraus, wo sich SA-Gedöns befindet. War zwar nur ein kurzer Aufenthalt hier, aber wird wohl reichen. Ich würde aber gerne wissen, was mit dem Status ist. Status. Notfall, medizinische Hilfe dringend erforderlich. Tod. Also Robert ist tot. Maria ist tot. Bestimmt sind alle tot. Martin ist tot. Martin hat es. Die haben alle das gleiche Modell.
Und tot. So, ich würde jetzt gerne nochmal die letzten Worte lesen. Ich bin von draußen zurückgekehrt. Mein Gott, ein einziger Hexenkessel. Brennende Gebäude, brennende Tiere, brennende Menschen. Und es gibt keinen Himmel mehr, nur noch Rauch und Asche, grau oder schwarz. Ich werde jetzt diesen Kältekammern vertrauen müssen. Sie machen einen unvertrauten und seltsamen Eindruck. Vielleicht, weil sie speziell für das Heaven Project entwickelt wurden. Ich fühle mich so müde, so einsam, so verloren. Es wurde alles genommen, unser Leben, die Menschen, die wir lieben, einfach alles. Ich kann nur hoffen, dass Frank in SA 23, ja diesmal 23, überlebt hat. Das ist das Einzige, was mir noch bleibt, Hoffnung. Die anderen sind bereits in die Kältekammern gestiegen und auch für mich wird es Zeit. Vielleicht wird uns irgendwann irgendwer aufwecken. Im Wandsafe befindet sich eine Notiz mit dem Passwort für den Ausgang von SA 23. Vielleicht kann es jemandem von Nutzen sein. Lebt wohl. Ja, wie ist denn das Passwort? Wenn etwas schieflaufen und ich tot sein sollte, benutze das Passwort Paragon, um auf das Terminal für den Notausgang von SA 23 zuzugreifen. Es ist eine von diesen Sicherheitstüren, falls es dort überhaupt noch eine Tür gibt. Okay, sie sind alle verstorben. Haben wir irgendwie erwartet, denke ich mal. Also ich habe es erwartet. Einfach nur, weil konnte ja nicht gut sein. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir gehen jetzt zu SA 23. Da ist John McCormick auch gegangen. Ich bezweifle, dass wir... Doch, mich, ey, erschreck mich nicht. Dass wir John McCormick nochmal sehen. Höchstens seine Leiche, weil... Verdammt, es ist abgestürzt. Naja. So, da sind wir wieder nach einem unerwarteten Absturz. Fallout-Seite aus, also Fallout wollte nicht mehr. Meine letzte Aussage war nur noch, dass wir wahrscheinlich... Ist das Fort... Das ist doch Fort Banner, ne? Ja, dass wir wahrscheinlich John McCormick nicht mehr so treffen werden. Denton Emergency Exit. Da kommen wir sogar recht gut hin. Da kommen wir gut hin von Rivet City aus. Ja, weil denn schon ein paar hundert Jahre vergangen sind und ich glaube, die 100 Jahre wird er jetzt nicht so überlebt haben. Außer er wäre ein Ghoul. Das wäre irgendwie awesome, dass wir da mit dem reden könnten. Wenn er nicht verrückt geworden ist. Oder wäre. Also, ich hoffe, er ist nicht verrückt geworden. Ich hätte ehrlich gesagt Lust, mit ihm zu reden. So, wir machen uns jetzt auf, um zum SA 23 zu kommen. Und ja, dazu gehen wir hier halt mal an Supermutis vorbei. In der Hoffnung, dass sie uns nicht irgendwie nerven werden. Das heißt, wir gehen hier mal... Ah, das ist so ein blöder... Die kommen nicht für uns. Selbst wenn die für uns kommen würden. Ich würde einfach dann auf die einschießen mit dem EMP-Gewehr und sie dann... damit erledigen. Ne, sie töten lieber ihre... Okay, vergiss es. Sie kommen für uns. Also, sie kommen nicht für uns. Sie haben lieber... Gaza? Was machst du hier draußen? Bist du dumm oder so? Gaza, bist du... Das wäre hiermit erledigt. Bist du dumm oder so? Bitte entschuldigen Sie mich, es gibt viel zu tun. Was machen Sie hier? Ich helfe Dr. Lee, wenn Geräte verstellt werden müssen. Ich bin kein Wissenschaftler. Ja, geh! Du hast hier nichts verloren. Das ist ein Vollidiot. Und so sterben die Leute im Ödland. Die sind plötzlich irgendwo zwischen Supermutanten. Ah! Verdammt. Was hat der da gemacht? Ich meine... Nein! Wieso? Ich muss die KI nicht verstehen. Muss ich nicht. Also, nein, ich kann es auch nicht. Das ergibt keinen Sinn. Es ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn für die KI hier zu sein. Naja.
Achso, neue Nachrichten von wegen, vielleicht weiteren LP-Verlauf und so von den Games her. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt demnächst mal eine kleine Aufrüstung... Ich bin schon da. Ah, hier. Ob ich demnächst mal eine kleine Aufrüstung durchführen kann. Von wegen neuer Grafikkarte und so ein Zeug. Sieht sogar ziemlich gut aus. Ob das halt funktioniert, das meine ich, sieht halt ziemlich gut aus. Aber wir sind jetzt hier wieder bei Fallout. So, was haben wir hier? Frank Miller, liest das Johnny. Okay, Johnny. Ne, ich bin nicht Johnny, verdammt. Johnny, wenn du das hier liest, die Tür ist verriegelt. Benutze das Terminal, das Passwort ist unverändert. Ich bin von draußen zurückgekehrt. Mein Gott, ein brodelndes Inferno. Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich als wahr erwiesen. Der Haupteingang und der Funkturm sind verloren. Die ganze Stadt ein einziger brennender Trümmerhaufen. Wir haben es kaum geschafft, uns aus dem verschütteten Notausgang zu zwingen. Der Expresslift zur Oberfläche ist ebenfalls ausgefallen. Wir mussten die Treppen benutzen. Oh Gott, nein! Oh mein kleiner Bruder, diese Idee, dich nach Fort Bannister zu schicken und zu versuchen, in Kontakt mit unserem Führungsstab zu treten, so falsch. Ich bete, dass du es irgendwie schaffst. Oh Gott, sie mussten die Treppen benutzen! Wie können sie nur? Ja, oh Gott. Sorry Leute, sorry. Ich konnte das gerade nicht ernst nehmen. Ich mache hier mal auch wieder Licht an und oh Gott. Period everywhere. Ich habe schon mal gesagt, ich kenne mich damit nicht so aus, aber das sieht nicht gesund aus. Tür 1 geöffnet. Ah, bestimmt muss Tür 1 erst geöffnet sein. Beziehungsweise wieder geschlossen, damit Schalter... Erinnert mich ein bisschen an Stalker, an die Bunker der Wissenschaftler, das ist ähnlich. Schön, wie dieser schwarze Rauch hier so hochkommt. Es hat was. Nee, also echt, Leute, ich bin kein Arzt, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Was war das? Nichts, okay. Was ist das? Nichts. Sie wurden gerade von... Nichts überrascht. Luftschleuse. Sicherheitsterminal. Oh, das klingt doch gut. Weapon. Nicht? Okay. Domain. Oh. Vakus aber. Nein, auch nicht. Okay, dann nicht. Dann löschen wir halt alles, was nicht dazu gehört. Also Symboli. Das. Nee, Symbol. Ich hab das. Hä? Wieso? Wieso habe ich Symboli gelesen? Öffne Sicherheitstür 1 und 2. Ah, cooler. Nicht mitdenken können. Diese Waffe. So verdammt OP. Ich glaube, sie ist sogar dazu gedacht, dass man sie die ganze Zeit nutzt, weil... Ja, denk schon. Okay, jetzt heißt es erstmal looten von Körperteilen. Kronkorken, Kronkorken... Munition, Kronkorken, Kronkorken. Ach ja, ist es so schön. Dich haben wir schon, oder? Nee. Haarklammer, Kronkorken. Ja, können wir beides mitnehmen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wozu die rote und die blaue Zutrittskarte überhaupt da ist. Ah, okay. Nein, danke. Sicherheitsterminal, ein neues. Ziemlich versteckt. Healthy. Rations. Resides. No. Okay. Wir gucken weiter. Da können wir was machen. Jetzt haben wir wieder aufgefüllt. Da können wir was löschen. Hier können wir was löschen. Da. Bestimmt ist es eh Heading. Natürlich ist es Heading. Was sollte es sonst sein? Sperre aufheben. Bestimmt von einer der Türen. Kaputtes Terminal. Hä? Von was wurde jetzt die Sperre aufgehoben? Sagt nicht vom Terminal, oder?
Ah, nee, da, da, da. Passwort Treppenschacht. Kann ich jetzt eins von denen... Ist das der Treppenschacht? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Wo ist der Treppenschacht? Ich kann es nicht öffnen. Das auch nicht. Der hat keine Verbindung. Der sagt mir Passwort Treppenschacht. Das aktuelle Passwort Pandemonium. Oh, schönes Wort. Aber... What? Gibt's da noch irgendein... Nee. Noch irgendwas? Nö.